Parkour. Oh, jetzt hab ich den Panzer. So. Bum, bum, bum. Sehr geil. Oh Gott, aber ist das Schrott. Okay, der Panzer ist Schrott. Nicht nur fast, der ist Schrott. Ich würde es lustiger finden, wenn man auch mal einfach normale Fahrzeuge steuern kann, ey. Das wäre voll geil. Ich renne einfach lieber rum und sammle das gelbe Zeug ein. Ich kann euch ja mal schon mal was über das Video erzählen. Also in dem... Was zur Hölle, bin ich gerade an der Decke gerannt. In dem Video von der Schule, da geht es um die Entwicklung der Videospiele heute, wie auch immer. Und ja, da spricht Take-Two, den kennt ihr sicherlich. Ihr werdet dann seinen Vornamen sehen. Wahaha, mein Vornamen werdet ihr auch sehen. Aber wenn ihr aufmerksam schon mal ein anderes Video geguckt habt, wie auch immer zugehört habt, dann wisst ihr den sowieso schon. Von daher ist es egal. Ihr werdet meinen Vornamen und Take-Two's Vornamen sehen und auf jeden Fall, Take-Two spricht die ganze Zeit zu dem Video, macht die Stimme. Ich habe das ganze Video halt gemacht. Ist jetzt nicht so super krass mit krassen Special Effects, aber ich finde schon richtig gut. Also wir haben dafür eine 1 gekriegt. Warum ich euch das erzähle, ich weiß es nicht, weil mir gerade nichts anderes einfällt. Und ich kann ja, wie gesagt, auch nicht die ganze Zeit lang sterben. Ich glaube einfach mal wieder im Panzer, das ist ein bisschen witzig. Rechte Maus. Was zur Hölle? Ich kann runtergehauen werden? Sammys, rechte Maustaste los. Und rein da. Ich finde es aber mies, wie schnell der Panzer kaputt geht, wenn man reingegangen ist. Oder war das letzte Mal nur super? So, du Scheißblase. Kann ich kaputt machen, das finde ich witzig. Kann ich den Helikopter abschießen? Oh nee. Muss ich so schießen. Ich bewege mich. Ach so, ich kann auch einfach das Gebäude zerstören. So wie letztes Mal. Na super. Jetzt soll ich das Material einsammeln. Oh. Hm, genau. Okay. Ich glaube, jetzt weiß ich, was es heißt. Oh nee, jetzt sagt nicht, ich muss nochmal die ganzen Behälter kaputt machen. Oh, bitte nicht. Und ich habe nicht auf die Uhr geguckt und geguckt, wann es Let's Play angefangen hat. Super. Oh ne, nein, oder? Oh, komm. Ach doch, nicht gut. Ich habe gedacht, ich muss das komplette Dings nochmal machen. Oh, das wäre scheiße. Übrigens hatte ich auch schon im Mietwagen gesagt, falls sich irgendwie auffällt, dass alle Spiele jetzt ein bisschen flüssiger laufen. Ich nehme jetzt mit 60 FPS auf. Vorher nahm ich nur mit 35 auf. Deshalb wurden alle Spiele immer langsamer, sag ich mal. Das war auch mein Problem, als ich, ich werde ja noch Final Fantasy X Let's Playen, das kann ich hiermit auch schon mal sagen. Und ich habe mich immer gewundert, warum wird es denn immer genau von 50 auf 35 FPS runtergemacht? Habe ich immer gewundert. Und irgendwann ist mir dann mal eingefallen, vielleicht sollte ich ja mal die FPS Zahl ja, hochstellen. Was passiert? Ich stelle die Zahl hoch, es läuft flüssig während der Aufnahme. Es war so behindert, ich habe mich so aufgeregt, dass mir das nicht vorher eingefallen ist. Ach komm, spuck Material aus, ich sammle es ein. Eigentlich braucht man nur rumrennen und gelbe Kugeln einsammeln. Man braucht eigentlich gar nichts machen. Ach komm, ja, spuck aus. Ja, gut. Mal sehen, was das Event gegen den Panzer läuft. Okay, er springt automatisch rüber. Wie hoch kann ich eigentlich inzwischen springen? Ja, nicht schlecht. Oh Gott, das ist fast Schrott. Weil. Aber dass ich selber aufballer, ist natürlich nicht so gut, wenn es nicht kaputt gehen soll. Komm, ja. Oh, fuck. Oh, komm, ja. Ich hab's bald. Ich will die Mission nicht nochmal machen müssen. Ich muss ja nicht die komplette machen, zum Glück. Was ich hier gerade angenommen habe. Was ich jetzt aber weiß, dass man anscheinend nicht die komplette. Was zur Hölle, was ist das? Ich möchte einsaugen. Oh fuck, fuck. Airstrike oder was? Oh fuck, ich glaube, die zerstören jetzt das Gebäude. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein. Schnell, schnell, schnell. Nein, da kommen schon die Helikopter. Wir werden das Gebäude zerstören. Ja. Geschafft. Oh, Glück gehabt. Ein Event freigeschaltet.
Einmal. Erstmal 25.000 EP, 22 Upgrades freigeschaltet, ein Event freigeschaltet. Militär, also Gesamtschaden 592,15 Millionen Dollar. Militär, ich weiß nicht, ob das getötet heißt, ich glaube schon Militär getötet, 496, Zivilisten getötet, 271, infizierte, also infizierte Viecher getötet, genau 400, Mann, bin ich gut. Ja, genau, jetzt soll ich noch abhauen oder was? Ach so, gut, ich soll zum Safehouse gehen. Inzwischen habe ich ja gemerkt, dass man unten rechts lesen muss, was die müssen. Was zur Hölle? Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade gedacht, das Spiel ist abgeschmiert. Es war aber auch knapp davor. Oh mein Gott. Ihr könnt es ja selber lesen. Ich soll ja nicht mehr übersetzen. So, ich drücke jetzt weiter. Könnt ihr auf Pause drücken, wenn ihr es lesen wollt. Wer es lesen will, einfach auf Pause drücken. Okay. So. Ich sollte echt verschwinden. Muss ich irgendwie vor den Viechern, von den Helikoptern verstecken, wenn die mich nicht mehr sehen und ich mich dann verwandle in anderen, Typen. Lade eine Dacke auf, indem du den Knopf gedrückt hältst. Eine aufgeladene Attacke ist schwächer, aber viel mehr Schaden. Wissen die, dass ich es bin? Dürften sie eigentlich gar nicht. Und nicht? Eigentlich dürften sie nicht wissen, dass ich es bin. Cool. Das hat funktioniert. Oh Gott, das war die Hupe. Was ist das da? Ich find's geil, weg zu machen. Ich springe runter, fällt mich auf. Aber, ja, guck nicht so blöd. Oh, ich bin nicht da auf Times Square. Ah, oh, fahr mich doch nicht an, du Arschloch. Gab's nicht irgendwie... Genau, da hat mir bisher noch keiner drauf geantwortet. Es gab doch irgendwie dieses komische Tiefkonsum oder sowas. Ich würde gerne wissen, wie das... Ah, genau, ich kann ja gleich mal Upgrades machen, aber trotzdem würde ich gerne mal wissen, wie dieses komische... Ja, der Stabbel. Oh, cool, das kaufe ich mir. Dann kann ich zweimal in der Luft so vordashen. Ja, der Stabbel Boost. Wow. Okay. Air Recovery. Okay. Ich kaufe mir mal. Mal gucken, was kann ich mir eigentlich noch kaufen? Sprint Speed. Ja. Kann ich es kaufen? Nee. Double. Aha. Okay. Kann ich mir das zweite kann ich mir, obwohl das zweite habe ich glaube ich schon, ja. Jump Upgrade 3, 100.000 springe ich noch höher, definitiv. Wall Jump, nee. Ich überlege gerade echt noch, ob ich mir den, kann ich mir den überhaupt noch leisten? Ja, ich könnte mir leisten. Was kann ich mir noch holen? Power. Hammer Fist. Whip Fist. Muscle Mass? Nein, Maske Mass. Sensory, okay, nein. Muskelmasse! Trotzdem würde ich gerne wissen, wie dieses Stealth-Konsum geht, oder wie es hieß. Stealth-Konsum. Behind a human, F und dann E. Was, R? Ja, schön. Nein, jetzt, ich wollte es nicht skippen.
Scheiße. Ich wollte es nicht skippen. Ach, da ist der Typ. Ah, hier ist noch so einer, okay. Ah, jetzt weiß ich aber, wie es funktioniert. F. Und dann. Ich skippe den Movie jetzt mal nicht. Habe ich letztes Mal auch nicht. Ah, cool, so kann man. Ah. Cool. So kann man. What is it we're looking at here? The future. As amazing as it seems, he can manipulate his body on the genetic level. The changes are instantaneous. Everything, even the clothing, is imitated. Tissue differentiated and transformed on the fly. I want it on the slab. I need to know what makes it tick. Okay, also ich wollte gerade sagen, jetzt können wir auf jeden Fall Leute konsumieren, ohne dass es jemand anders mitkriegt. Was ich persönlich schon mal ganz hilfreich finde, und mit R kann ich mir irgendwie, ich werde das mal auf dem Dach mich verpissen, damit mich keiner sieht und rumheult. Was ist das? Okay, das bin ich. Das bin auch ich. Zack, zack. Okay. Was ist das? Neue Fähigkeit. Cool. Warum auch immer ich cool sage. Also, ich habe die Krallen und die... Ach, Muskeln. Ich hab Muskeln, ich kann euch alle wegboxen. Oh, komm, fick dich. Jetzt hat mich keiner gesehen. Oh, hat mich keiner gesehen, fertig. Ich möchte keinen Überschlag machen. Jo, kann ich jetzt eigentlich springen? What the fuck? Cool, jetzt kann ich zweimal so vorschnellen. Das heißt, wenn ich einmal gemacht habe, kann ich dann so. Oh. Ist niemandem aufgefallen, sage ich jetzt so. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Das ist mein Problem. Ah, ich würde sagen, ich mach wohl. Ah, ich weiß nicht, wie lang die Mission ist. Ich würde einfach sagen, okay. Ich würde einfach sagen, ich mache die Mission beim nächsten Mal und ja. Ich weiß, irgendwie schaffe ich irgendwie nicht viel in diesem Let's Play, immer pro Part, aber ist ja auch egal. Ja. Dann bis zum nächsten Mal, Leute, und ja. Ich hoffe, ihr habt wie immer Spaß. Guckt euch, wie gesagt, mal diesen Mr. Mör an, der ist echt cool. Und ja. Vielleicht nehme ich ja noch ein bisschen Dead Space auf. Bin ich mir aber noch nicht sicher. Also, ja. Bis dann. Und tschüss.